Willkommen zurück, liebe Freunde, auf CEF TV. Die Achterbahnfahrt des 1. FC Nürnberg geht weiter in der 2. Fußball-Bundesliga. In Heidenheim verliert der 1. FC Nürnberg, dann kommt Darmstadt, der Favorit nach Nürnberg, und der Club hat nichts anderes zu tun, wie den Favoriten, den SV Darmstadt, zu Hause mit 3:1 zu schlagen. Der Club nach wie vor im Aufstiegsrennen, möchte hoch in die 1. Fußball-Bundesliga. Wir Fans wollen das auch, da brauchen wir doch gar nicht drum herum reden. Und jetzt steht am Wochenende der nächste Gegner an, Werder Bremen. An der Weser muss der 1. FC Nürnberg Punkte holen, wenn er weiter im Aufstiegsrennen dabei bleiben will. Und ganz ehrlich, warum sollen wir das denn nicht schaffen? Wie das zu schaffen ist, werden wir gleich unseren Gast Chris Martenia fragen, der uns gleich online zugeschaltet ist. Der Club Talk wird wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Servus Chris, länger nichts mehr gehört. Wie geht's denn so? Ja, alles super. Gerade nach dem Heimsieg jetzt gegen Darmstadt ist natürlich die Laune sehr weit oben. Und wir haben heute ordentlich trainiert und gehen jetzt die Vorbereitung auf das nächste Spiel an. Du sagst es gerade, ich komme aber nochmal zurück auf Heidenheim. Nach der Niederlage gegen Heidenheim, die Wiederaufstehung gegen Darmstadt und das zu Hause. Wie war das mit der Mannschaft und den Fans zu feiern? Ja, also wir freuen uns natürlich über jeden einzelnen Fan, der ins Stadion kommt, aber gerade mit der Rückkehr der aktiven Fanszene war es natürlich eine unglaubliche Atmosphäre im Stadion, und man hat ab Minute 1 gemerkt, dass das ganze Stadion und inklusive uns als Mannschaft die 3 Punkte zu Hause behalten wollen. Und am Ende des Tages sind wir sehr froh, dass wir uns alle belohnen konnten für den Aufwand, den wir betrieben haben. Wir haben ordentlich Fußball gespielt, mussten viel kämpfen, und die Zuschauer haben für eine unglaubliche Stimmung gesorgt, und es freut mich einfach, dass wir uns alle belohnt haben. Freut uns alle. Trotzdem gestatte mir eine dumme Frage. Wie kann es sein, dass man in Heidenheim die Punkte lässt und dann gegen einen so starken Gegner wie Darmstadt ein ganz anderes Gesicht zeigt? Ja, das zeigt ja einfach auch, wie die zweite Liga tickt. Ich denke, in jedem Spiel musst du es schaffen, an die 100% zu kommen. In Heidenheim hatten wir viel Ballbesitz. Wir hatten viel Situationen, wo wir es nicht geschafft haben, halt vors Tor dann zu kommen. Und gegen Darmstadt war es so, dass das vom Ballbesitz her schon relativ ausgeglichen war. Und man muss jedes Spiel für sich betrachten, und gegen Darmstadt, ja, gerade auch zu Hause hat man einfach dann auch gemerkt, dass wir da auch zu was imstande sind. Dass es eben reicht, auch gegen Darmstadt und zu Hause zu gewinnen. Und Heidenheim ist einfach auch eine überragende Mannschaft, muss man auch wiederum sagen. Sie sind sehr heimstark. Ich glaube, St. Pauli hat nur zu Hause gegen Heidenheim dann, oder in Heidenheim dann Punkte geholt. Und schon eine ordentliche Mannschaft dort auf der Ostalb, ja. Kann man so sagen, die komplette Saison eine Achterbahnfahrt? Ja, aber ich sehe unsere Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Ich denke, wir haben eine gute Entwicklung genommen. Dass es auch hin und wieder in den Ergebnissen auch mal ein Stück weit schwankt, das zeigt einfach, wie die zweite Liga tickt, wie qualitativ hochwertig sie ist. Und wie ich es eben gerade schon gesagt habe, du musst es einfach in jedem Spiel schaffen, an die 100% zu kommen, sonst wird es einfach in den Spielen schwer zu punkten. Und das haben wir jetzt gegen Darmstadt geschafft, und das ist jetzt unser Ziel, dann gegen Bremen wieder zu schaffen, um dann dort in Bremen die 3 Punkte mitzunehmen. Du sagst es, Bremen der nächste große Gegner. Was erwartet euch an der Weser? Ja, wenn man die Offensivabteilung sieht, kommt da schon ordentlich Wucht auf uns zu. Mit Füllkrug und Duxch haben sie 2 Spieler, die für mich das beste Sturmduo in der 2. Liga bilden. Und ja, da müssen wir halt unsere Mittel finden, um die 2 zu verteidigen. Das steht auch sehr oben auf der Agenda. Und dann wollen wir natürlich schauen, dass wir natürlich unsere Nadelstiche setzen, um dann die 3 Punkte mitzunehmen. Aber aus dem Hinspiel ist es so, dass wir da nicht viel Sachen herausziehen können, weil das natürlich ein anderer Trainer war. Da haben sie ihren Fußball komplett umgestellt. Und da müssen wir schauen, was wir uns dann die Woche erarbeiten und was der Trainer uns dann auch zeigt. Und dann werden wir vorbereitet sein. Man spricht immer davon, dass die Qualität in dieser Saison noch nicht reicht für den 1. FC Nürnberg, um in die 1. Liga aufzusteigen. Ich meine, wir beweisen doch aber eigentlich von Spiel zu Spiel, dass wir das Zeug dazu haben in der Saison, oder?
Ja, wie ich es eben gesagt habe, also unsere Entwicklung ist schon nach oben gehend. Also ich finde, wir haben uns von Spiel zu Spiel immer gesteigert. Ich denke, dass wir auch viele Situationen miteinander erlebt haben in dieser Saison, sei es Rückschläge oder auch Triumphe zu Hause zum Beispiel gegen Heidenheim, wo du ja auch hoch gewonnen hast. Also du hast schon ziemlich viel erlebt in dieser Saison und es ja, lässt dann auch eine Mannschaft reifen. Und ja, aber für mich persönlich geht es darum, einfach von Spiel zu schauen. Wir sind jetzt auf Tabellenplatz 5. Wir wollen jetzt natürlich ein Stück weit dann wieder weiter oben angreifen. Wir wollen jetzt den Tabellenplatz 4 in Auge nehmen und oder in Angriff nehmen. Und ja, und dann schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht. Wie gesagt, die Entwicklung ist sehr gut, aber wir sind noch nicht am Ende und wollen uns natürlich da auch stetig immer nach oben pushen. Wie siehst du die Entwicklung der jungen Wilden im Verein? Da wächst was ran, oder? Ja, auf jeden Fall. Es freut mich natürlich für die jungen Spieler. Sie haben auch in der letzten Saison auch schon eine Entwicklung gezeigt. Da war es aber meistens so, dass sie dann auch vor keinen Zuschauern spielen durften. In dieser Saison ist es so, dass sie jetzt das erste Mal auch dann vor Zuschauern spielen dürfen. Das ist natürlich auch für einen Spieler was anderes, weil da natürlich auch ein Stück weit mehr Druck dann herrscht im Stadion. Aber im Großen und Ganzen freut es mich einfach für jeden Einzelnen bei uns im Kader, der jung ist und der sich weiterentwickelt. Und ist einfach sehr gut, was wir da betreiben. Wir hoffen ja alle, dass es am Ende der Reise dann für den Aufstieg in die erste Liga reicht. Sollte das nicht der Fall sein, war es ja trotzdem eine überragende Saison. Aber siehst du dann auch so ein bisschen die Gefahr, dass vielleicht der ein oder andere Leistungsträger den 1. FC Nürnberg wieder verlässt? Ja, das kann ich jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht beurteilen. Es ist so, dass es natürlich für den ein oder anderen Interessenten geben wird. Das ist zwangsläufig so, wenn du als Mannschaft Erfolg hast, aber dann ist es aber auch für jeden Einzelnen bei uns im Kader eine Bestätigung für die gute Arbeit, die wir in dieser Saison gemacht haben. Und da macht es mich auch persönlich stolz, wenn ein junger Spieler irgendwie ein Interesse hat aus der Bundesliga. Und dementsprechend gucken wir dann einfach mal, was am Ende der Saison dann passiert. Und wie gesagt, die Entwicklung ist sehr gut von jedem Einzelnen. Und wenn es dann für den einen oder anderen dann in die Bundesliga geht, wenn es nicht mit uns sein sollte, dann freut es mich für jeden. Chris, wie man hört, du wirst wieder Papa und wieder ein Mädchen. Richtig, ja. Am 31. Mai ist Geburtstermin und werde dann, wie gesagt, meinen Urlaub dann hier verbringen. Dann hast du zwei Nürnberger Kinder auf die Welt gebracht. Deine Frau. Ja, auf jeden Fall. Könntest du dir vorstellen, deine Spielerkarriere beim Club zu beenden? Also die Frage stelle ich mir im Moment nicht, weil mein Vertrag noch über 2 Jahre geht. Ich habe ja noch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich mich sehr wohlfühle hier. Ich habe damals bewusst mir meinen Vertrag für längerfristig verlängert, weil ich eine spezielle Bindung zu diesem Verein habe seit Tag 1. Und was dann am Ende des Tages passiert, weiß ich nicht. Ich kann es mir schon vorstellen, auch mein Vertragsende dann hinaus hier zu bleiben, das ist ganz klar, weil ich mich nach wie vor unglaublich wohlfühle und gerade auch diese Entwicklung mitnehme, die wir im Moment jetzt hier haben. Und das freut mich einfach, zu sehen, wie hier im Verein gearbeitet wird. Und mal schauen, was am Ende des Tages rauskommt. Da gehören natürlich zwei Parteien dazu. Der Verein muss das ja auch wollen, nicht nur der Spieler, aber offen dafür bin ich schon auf jeden Fall. Lass uns kurz noch über den Wahnsinn in der Ukraine sprechen. Hast du Angst vor einer sicheren Zukunft, wenn man sieht, was da gerade passiert? Ja, auf jeden Fall. Also der Tag 1 des Einmarsches war schon ein großer Schock für mich und hat mich auch sehr berührt. Und du hast als Verein hier natürlich auch eine bisschen speziellere Bindung nach Kharkiv, weil das unsere Partnerstadt ist. Und man merkt schon tagtäglich, dass das ein Stück weit besonderer ist. Ist schon auf jeden Fall eine krasse Situation. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie noch möglich ist, dass das irgendwie beendet wird und dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, zur Rechenschaft gezogen wird. Ja. Das hoffen wir alle, dass der ganze Wahnsinn bald vorbei ist. Und zurück zum Sportlichen, da hoffen wir auf
einen Erfolg in Bremen. Ich drücke ganz, ganz fest die Daumen. Danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße an die Mannschaft und alles Gute weiterhin. Danke dir. Ciao.